Good evening and welcome. Lend me your ears. To prepare for the journey you are about to embark upon, it is crucial that we start at the beginning, in the very annals of history. Days of yore, chivalry, yada yada yada. What do you say we just skip to the good part? There was once a kingdom of such formidable wealth and high property values that its stalwart inhabitants overdeveloped it right into a real estate crisis. Using the power of magic or something, they propelled their castles into the skies. Thus was born the kingdom of Opulencia. Not bad, huh? Life in the new kingdom continued apace in the spirit of its founding. No castle was safe from the covetous gaze of its neighbor. Dudes were seriously up in each other's business. It was not long before the savvier Opulencians began to populate their homestead with all manners of minions and traps, seeking to guard their loot piles from more intrepid home invaders, like a bunch of cats guarding the warm spot at the edge of the bed. The promise of adventure and ill-gotten gains was a siren song to adventurers the world over. Using unspecified means, probably magic again or whatever, they set off in droves for the fabled kingdom in the clouds. In Opulencia, though, there was one game changer that separated the mighty from the mightiest, the successful from the super, a good PR team. Our tale begins in the offices of one such heroic agent, Cornelius Richling. Let's see what he has to say. I haven't had a client in weeks. This sofa needs reupholstering, these trophies need shining, and I haven't even commissioned a new self-portrait in 4 days. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem allerersten Let's Test, Let's Vorstellen, was weiß ich, irgendwie sowas. The Mighty Quest of Epic Loot. Ich bin Sir Pyron LP, ja. Im Moment suche ich gerade ein Let's Play, was ich machen kann, was ich starten kann. Und ja, das wäre so eine Möglichkeit. The Mighty Quest of Epic Loot. Ich habe schon mal eine Aufnahme gehabt. Auf meinem Original-Steam-Account. Habe aber irgendwie... ja, die Tonscheiße da verkackt. Und ja, jetzt durfte ich mir dieses awesome Intro nochmal geben. Übelst lustig. Die Stimme von dem Erzähler richtig nice. Richtig lustig erzählt. Ja, jetzt sind wir hier. The Mighty Quest of Epic Loot. Cornelius Richling. Richling, also irgendwas mit Reich. Ja. Was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Es ist jetzt im Moment in der Open Beta. Ich glaube auch noch nicht lange. Okay, es geht. Ein bisschen schon. Es ist free to play, ihr könnt es euch bei Steam runterladen. Ja. Wir schauen mal. Ich habe das Spiel ja schon angezockt. Ich weiß, wie cool das ist. Ihr werdet es jetzt sehen. Wir machen weiter mit der Einführung und dann sehen wir weiter. So, als erstes müssen wir unseren Namen. Dein Anzeigename ist für andere Spieler sichtbar und identifiziert sowohl deine Helden als auch dein Schloss. So, da Sir Pyron schon vergeben ist, machen wir es ganz einfach. Nein, bitte groß bei LP. Weiter. So, jetzt dürfen wir uns eins von drei Charakteren. Der hier ist nur für Casher, beziehungsweise, ja, schon für Casher. Diamond Pox, keine Ahnung, das ist jemand, der sich so ein Pack geholt hat. Auf jeden Fall haben wir einmal den Mage, der Magier. Name Baron von Boshaftingen. Beruf teuflischer Zauberer. Angriffsart Distanz. Lieblingsessen Satansbraten. Lieblingsbeherrschungsart Welt ist auch geil. Bartstatus lebendig. Wenn du unbedingt alle Gegner in Sicht auf schwindelerregende Weise vaporisieren musst, dann ist der Baron von Boshaftingen genau der Zauberer, den du brauchst. Fähigkeiten unter anderem Flammenstoß, Vortexriss und elektrische Entladung. Klingt interessant.
Den haben wir in der ersten Aufnahme genommen. Der Ritter, Biografie. Name Sir Schmerzalot, was schon mal ein awesome Name ist. Angriffsart, Nahkampf. Beruf B-Promi-Sportler, ist auch gut. Slogan, erst die Schmerzen, dann die Fragen. Ist auch cool. Hat sein gutes Aussehen von Mama. Der Ritter ist eine unaufhaltbare Wand aus Bestrafung und Remi-Demi. Er ist dein erste Klasse-Ticket nach Zerschmetterhausen. Und wenn du Glück hast, gibt er dir sogar ein Autogramm umsonst. Fähigkeiten unter anderem zerteilen, Preschangriff und zerschmettern. Verzeihung. Und der Schütze. Name Bullseye Bogart. Bogart? Bogart? Keine Ahnung. Angriffsart, Distanz. Beruf, furchterregender Dieb. Okay. Anzahl Augäpfel, 1. Gebaren, mürrisch. Okay. Was ihm an tiefen Wahrnehmung fehlt, gleicht der Schütze durch seine Langstreckentödlichkeit mehr als aus. Und ist sein Fallhagel nicht mal nicht ausreichend, erledigt sein finsterer Blick den Rest. Fähigkeiten unter anderem sind Spaltschuss, Falke, also Wächter, und Bärenfalle. Wir schauen uns die neue auch nochmal an. Die Ausreißerin, Biografie, Beruf, aufstrebende Musikerin. Okay. Geboren zum Abrocken. Lieblingsgruß, Teufelshörner. Das ist hier das mit den zwei Fingern, ne? Mit dem Zeigefinger und dem Kleinfinger. Angriffsart des Nahkampf. Die Ausreißerin mit ihren Mitteldistanzangriffen und ihrer Schnelligkeit sollte sich im Handumdrehen als Frontfrau deiner Band qualifizieren. Fähigkeiten unter anderem Pirouette, Schutzgeist und Pyrotechnik. Ja, wir haben den hier schon ausgetestet, wie gesagt, und er ist cool, er ist ganz angenehm und es ist auch relativ einfach, mit dem durchzukommen, aber wir wollen mal etwas anderes probieren. Ich habe jetzt keine Lust, schon wieder den Krieger zu spielen, weil ich den schon auf meinem Main-Account zocke. Nehmen wir den Schützen oder nehmen wir den... Wir nehmen den Magier, oder? Ja, und wir nehmen den Magier. Ja, ja. Man kann sich die anderen Charaktere noch kaufen. Ja, hast du. Wir wollen auf jeden Fall Ruhm und Reichtum. Und ihr seid der Schlä, was wohl Schlä bedeuten sollte. Schläger, denke ich. Und edler Held. So, der hat jetzt, das ist ein Fehler im Spiel. Er hat jetzt die nächste Strophe schon vorgelesen, anstatt diese hier. Ich spreche natürlich von der kleinen Angelegenheit meines einmaligen Vorschusses, der Bearbeitungsgebühren, der Willkommenssteuer und des Vorabbonus für herausragende Dienste. Ich denke, eure Waffen und Rüstung sollten vom Wert her wohl ausreichen. Sorgte ich nicht, Freund. Es gibt keine lohnendere Investition als jene in die eigene Zukunft. Und nun hinaus mit euch und zeigt mir, was ihr könnt. Das Gleiche. Oh, bitte, bitte sei nicht so wie der andere gekleidet. Gut. Der andere war nämlich in einer Boxershorts gekleidet. Okay, der hat so... Da können wir uns mal angucken. Okay. Auf 4 gibt's nichts. Alles klar. Mit Alt und 1, 2, 3 könnt ihr dann so Emotions abrufen. Fähigkeiten haben wir anscheinend noch keine. Aber korrekt, Fernkämpfer, das ist ja easy. So, Linksklick ist Attacke, einfach drüber Linksklick ist auch bewegen, könnt ihr sehen, so Punkte auf dem Boden machen und dann läuft er dahin. Rechtsklick ist noch nichts, aber Rechtsklick kriegt ihr hier eine Fähigkeit, 1, 2, 3 sind auch Fähigkeiten, hier sind einzelne Tabs. Das ist eure Heilung, das ist euer Mana.
Ja, was gibt's noch zu sagen? Ihr habt kein Inventar, also ihr habt schon ein Inventar, da wird auch alles aufgehoben und ihr lagert auch alles im Inventar, aber das Ganze könnt ihr erst anziehen und ansehen, wenn ihr ein so ein Schloss fertig habt. Also wir machen das Schloss fertig und danach werden wir dann die Sachen. Kristallrute. Ja, ist okay. So, wir kriegen viel XP, Lebensdingens. Boom, boom, boom. So, Stab, Magierrute, Magierrobe. Das war's schon. Siehst du die Tür? Linksklick auf die Tür, um sie aufzustoßen. Sieg. So, Magierrobe bekommen und. A little light in the equipment department. I'm gonna have to teach you how to dress yourself, aren't I? Okay, come outside with me. Check it out. Opulentia. If you stick around with me, all this could be yours. Für den Moment jedoch konzentrieren wir uns darauf, euch zu kleiden. Alles klar. Öffne dein Inventar. Das ist das hier. Dort habt ihr die Sachen. Und statt teuren Helden aus. Wir haben einmal den Stab und wir haben einmal Kristallrute. 2 Schaden pro Sekunde, Gabelblitz. 9 Schaden pro Sekunde. Was ist ein Gabelblitz? Ja, ne, wir nehmen den hier. Wir lassen erstmal Gabelblitz. Dann haben wir hier 10 physische Rüstung, 9 oder plus 1. Wir nehmen. Okay, der sieht jetzt nicht gerade sehr geil aus. Ja. So, wir gucken jetzt erstmal Einstellungen. Ich mache den Sound einen Tacken, nur einen Tacken lauter. Auf 10 müsste, glaube ich, reichen. Und dann auf Anwenden, akzeptieren. Zurück. So, an euren Fähigkeiten müssten wir aber noch etwas feilen, damit aus euch ein richtiger Plünderer wird. So, neue Fähigkeiten. Wir bekommen. Was ist das? Flammenstoß. Entfache einen Feuerkegel vor dir, der 13 magischen Schaden zufügt und Gegner in Brand steckt. Kosten 18 Mana, Abklingzeit 60 Sekunden. Oder 0,6 Sekunden, ich weiß es nicht. So. Gut. Pull off one more successful attack, and I just might be able to score you a castle of your very own. Yeah, unser eigenes Schloss, endlich, finally. Darauf warten wir schon. Thank me, really. Your eternal gratitude and contractually bound exclusivity are all the thanks I need. Ready to enter into the exciting world of prime real estate ownership? Get your butt out there. So, nächster Dungeon. Nehme ich mal an. Okay. Boah, das ist ja Spamerino, Alter. Und verbraucht so gut wie gar kein Mana. Ist ja der Wahnsinn. Alter Vater. Jo, die Dinger drehen sich. Das sind Fallen. Gar nicht OP. Gar nicht OP. Cool. Manchmal. Oh mein Gott. Ich hasse die Viecher. Wenn wir jetzt stehen bleiben, macht er das und versucht uns anzugreifen. Wie gesagt, ich kenne das ja schon ein bisschen. Immer alle Wege abgehen. Ja, wir können die Kamera drehen, das ist aber unwichtig. Das können wir auch mit A und D machen.
So, das geht doch relativ schnell. Also Mage ist schon mal OP as fuck. Halt's Maul. Nein, nein, du greifst mich nicht an. Haha, verarscht. Bam! Weggeburnt. Next one, please. Ah! Ah! Nicht angreifen. So, der Anfang ist halt richtig einfach. Ist halt nur so ein... Damit ihr darauf klarkommt, was euch so erwartet und so. Schön machst du das. Nein. Aua. Level up. Wie gesagt, ihr bekommt EXP und hier unten habt ihr den EXP-Balken. 351 bis zum nächsten Level. Ja, ja, ja. So. Und fertig. Nächster Dungeon ist auch schon geschafft. So. Count yourself lucky, Count yourself lucky. Mhm. So, wir sind ein Level up gekommen natürlich. Hier seht ihr plus 4, plus 60, plus 2, plus Dingens. Mana ist immer voll. Was haben wir bekommen? Sturmrüstung. Verstärke deine Rüstung um 30, deinen magischen Widerstand um 22. Reflektiere 10 Schaden zurück auf Nahkampfangreifer und schockiere alle Angreifer, wodurch sie anfällig für magischen Schaden werden. Kosten 20 Mana, Abklingzeit 22 Sekunden. Dies können wir jetzt ausrüsten. Packen wir mal auf 1. Das ist ganz wichtig. Or should I say, you did it, homeowner? That's right. A promise from your man Cornelius is cash in the bag. I am holding in my hands the keys to your very own castle. Not enough of my chatter. I'm sure you're dying to break the place in. Let's take a look. Sehen wir uns mal unser Schloss an. Welcome to our, I mean your castle. This is it. Your fortress. Your home. Your ticket to immortality. Alles klar. Your old buddy Cornelius didn't mess around and get you some fixer-upper, though. No siree. This deluxe starter property already comes with a ton of pre-installed equipment. Let's take the grand tour, shall we? Alles klar. Nehmen wir die grand tour. This is your castle heart. It's really important. It's the source of your home's general airborneness, not to mention its main power supplier. Upgrading the heart is the first step if you want to improve anything else, and also what makes your castle increase in level. Here's your gold storage, a personal favorite. This is where you'll store all the shiny loot you collect. When you max out your storage capacity, you can upgrade it so it'll hold more. Alles klar. This is your life force storage, where you'll keep the juice you need to build things. Auch lässt sich upgraden. So. Our next order of business is to make sure that the flow of gold into our, I mean into your pockets, never dries up. And there's no better way than to make your own. So, jetzt als bevor ich den hier weiter labern lasse und gar nichts mehr erzähle, zuallererst möchte ich sagen, dass ich finde, das Tutorial und die Charaktere an sich sind richtig lustig gemacht und auch die Dialoge sind echt nice. Übelst witzig, wenn man genau hinhört und mitten für euch wahrscheinlich mitliest. Die Leute, die es nicht verstehen oder die das nicht so gut übersetzen können, gibt ja sicherlich einige unter euch. Ja. Ja, ja, ich weiß. Wir sollen jetzt eine Goldmine bauen. Der erklärt uns jetzt so einiges. Neue Aufgabe, der Ausbuddler. Setze dir eine Goldmine ins Schloss. Alles klar? Machen wir. Du gehst auf den Architekten-Dingen. Dann gehst du hier auf Bauen. Und dann klickst du Kaufen. Und kannst dir das Dingen hier hinsetzen. Und wir setzen unser Dingen vorerst, weil wir im Moment noch nicht so die Wahl haben, dorthin. Dankeschön. Kein Thema. Und jetzt brauchen wir als nächstes noch... Oh. Kannst du bitte Schnauze halten? Do not under any
circumstances attempt to pillage his most impenetrable fortress. A hero as weak and pathetic as you would never be up to the task. So, da man die Stimme, die ist zwar cool gemacht, aber da man die Stimme kaum versteht, werde ich das einmal kurz vorlesen. Entschmalzet eure Ohrlöcher für Botschaft meines Herrn und Meisters, dem Gott des Glibbers, dem Sultan des Schnodders da selbst, dem ehrenwerten Graf Snottingham. Seine Hochschneuz geboren hörte von euren jüngsten Taten und möchte ein Wort der Warnung sprechen. Wagt es nicht, unter keinen Umständen seine völlig uneinnehmbare Festung anzugreifen. Ein Held so armselig als ihr es seid, wäre dem nie gewachsen. Alles klärchen. Kriegen wir ein. Wow, you must really have gotten under his skin. And that's not a very pleasant place to be. You are not gonna take that, are you? Nein, das war nicht. If we're gonna go to war against Snottingham, we'd really better prepare. Alles klar. So, richte dir einen Schmied ein. Neue Aufgabe. Einrichtung. Wir bauen wieder. Diesmal bauen wir den Schmied. Ist ja alles vorgegeben. Den bauen wir direkt hier neben. Hallo? Dankeschön. So. So, neue Aufgabe. Ausstattung her. Richte dir eine Trankbrauerei ein. Boah. Das ist ja schwierig. Trankbrauerei haben wir hier. Die kommt da hinten hin. So. Nun demonstriere ich, wie man einen Trank anrührt. Ja, wie machen wir das wohl? Wir klicken das an. Ja, oder wir gehen halt da drauf und klicken auf Braun. Fertig. Ja, ja, der zeigt uns jetzt, wie wir uns besser ausrüsten. Wir haben eine Schmiede gemacht, daher können wir uns jetzt ein Stäbchen leisten. Boom. Kommt zu mir in den Schlossturm. Ich habe etwas mit euch zu besprechen. Ja, ja, machen wir gleich. So, wir haben plus 8 Gesundheit, 4 Schaden pro Sekunde. Alles klar, nehmen wir das. Was ist das? 5 physische Rüstung nehmen wir auch. Oder ist das besser? Nö. Nö. Und ein Ring, 5 magische Rüstung. Was ist denn das? Schulter. Magia Epauletten. Plus 4 physische Rüstung. Schon sieht der ein bisschen cool aus, finde ich. So, wenn ihr Shift gedrückt haltet und Linksklick macht auf die Gegenstände, die ihr nicht haben wollt, könnt ihr sie einfach verkaufen. Bam. So, das ziehen wir rüber. Ihr könnt nach Rüstung gucken. Die ist aber erst ab Level 3 verfügbar. Schmuck ebenso. Und zurückkaufen können wir auch. So, wir gehen jetzt auf Angreifen. Alles klar. Wir sollen erstmal trainieren, bevor wir irgendwen anklatschen. So, mit Linksklick gedrückt halten könnt ihr euch hier drehen und weiter drehen und noch mehr drehen. Besiege Graf Snottingham. Greife ein paar schwächere Schlösser an, bis du Level 5 erreicht hast und besiege dann Graf Snottingham. Belohnung. Nächste Region wird freigeschaltet. Belohnung 50, was weiß ich, was das ist. 300 Gold, 300 Lebenskristalle oder was das sind, Lebenserz glaube ich, und 250 Erfahrung. Ich weiß nicht, hier unten ist unser Dingens, wir brauchten 351 fürs Level Up. So, mal gucken, wie heißen die denn da? Wird nicht angezeigt. Gehen wir mal kurz auf Shop. Ich weiß nicht, ob euch das angezeigt wird. Bei mir im Moment noch nicht. So, jetzt. Blinks heißen die Teile. Alles klärchen. So, können wir das auch irgendwie schließen? Ihr habt da oben. So. Die Blinks, was machen wir als erstes? Wir gehen nach Saustallingen und verhauen die da. Dann können wir gleich unseren neuen Skill austesten. So. Einfach eins drücken. Yep. Hi. Der ist OP as fuck. Der kann ja gar keinen Schaden kriegen. Sei denn, es kommen mal etwas härtere Gegner. So, geh mal weg da. Hui. Die Blitze greifen mehrere an, das ist schon mal cool. Aua. Das ist ja mal. Nein, nicht da reinlaufen. Super, machst du das. Du hast gefunden. Lage. Hui. Runenzepter.
Das klingt doch mehr nach mir. Liedsänger-Kapuze. Nein. Oh, die Range ist ja mal übelst extrem. Boah. Alter Vater, ist die Range riesig. Der Wahnsinn. Besser als so ein Nahkämpfer. Ey, ey, ey. Nicht angreifen. Aus. Okay. Schild an, GG. So, das war's auch schon wieder für den Dungeon. Ihr habt hier eine kleine Map. Mal dran denken. Oh, Tür auf. Achso, und hier habt ihr immer die neuen Aufgaben. Besiege Grafs Nottingham ist unsere Aufgabe jetzt. So, wir könnten natürlich direkt reingehen. Das haben wir bekommen. So, und das ist, wenn wir, also bewerte das Schloss Saustallingen, um die Prämie zu erhalten. Wenn wir richtig bewerten, kriegen wir mehr. 50 Gold. Wir hätten dann wahrscheinlich 2 oder 3 wählen sollen. Das gäbe dann 100 Gold. Je nach könnt ihr dann immer gucken. Irgendwas Gutes. Nö, das kann weg. Ausreißerin kann auch weg. Das ist besser als das, was wir haben. Kann auch weg. Schaden pro Sekunde nehmen wir. Das kann auch weg. Scheiß auf die Gesundheit. Sprengbolzen. Und Gabelblitz nicht möglich. Okay. Auch Gabelblitz. Das ist schon mal nice. Rüstung können wir immer noch nicht. Zurückkaufen können wir zwar schon, aber das ist egal. Saustallingen haben wir gerade hinter uns gebracht. Als nächstes gehen wir nach Giganten. Einaug-Giganten. Alles klar. Rainer. Ja, das Spiel ist sehr simpel aufgebaut. Ihr geht die einzelnen Schlösser durch, macht die Quests. Ich bin einfach nur so ein Loot-Hunter. Also so echt, ich stehe auf Rare-Loot und sowas. Ich liebe es, etwas Seltenes zu finden. Deswegen ist das Spiel genau richtig für mich. Magische Epauletten. Nein. So. Schild an. Boom, Level 3. So, geht's hier weiter? Nein. Okay. Zack. Oh Mann. Nein, 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 nein. So. Ah, du lebst auch noch. So, Attack Speed hat er halt nicht sehr viel. Beziehungsweise Zaubergeschwindigkeit. Aber das ist, finde ich, vollkommen okay. Die kriegen halt, wenn die in unserer Nähe sind, ganz viel Schaden durch den. Okay. Boom! 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 Hör auf, mich anzuschießen, du Penner. Zack. So, Kugeln zum Aufheben, Gold, ganz viel XP, finden wir nice. Hey, was geht ab? So, wieder was zum Heilen. Okay, wir können die auch kiten, das ist schon mal nicht schlecht. Hier kommt gleich ein großer, glaube ich. Oh, drei große sogar. Hey, was geht ab, Jungs? Nee, nee, nicht mit mir. Aua. So, schön gekitet. Au, ja, lauf einfach durch, egal. Boom, nächste Ding ist geschafft. Und so läuft das ganze Spiel. Aber es gibt noch mehrere Sachen, die man machen kann. Man kann sein Schloss noch ausbauen und das zeige ich euch jetzt auch noch alles schön. Wir gehen wieder auf 1. Ah, wieder nur 50. Möchte gern. Plündere ein Schloss, was höher ist als du. Todesgriff. Schwarze Ranken bilden einen kräftezehrenden Kegel um den Gegner, fügen ihm 13 magischen Schaden zu, schränken seine Bewegungen ein und heilen dich mit 8 GP pro Sekunde. Pro betroffenem Gegner. Kosten 15 Mana plus 10 Mana pro Sekunde. Okay. Können wir ausrüsten, testen wir gleich direkt aus. Kennen wir ja nichts. Was haben wir hier? Plus 2 Rüstung, plus 2 Rüstung. Alles klar. Das heißt, das und das kann weg. Plus 9 Schaden pro Sekunde. Plus 9 Schaden pro Sekunde. Okay. Das kann auch wieder weg. Plus 1. Kann auch weg. Nochmal plus 1, okay.
Und wir bekommen endlich eine Mütze. Plus 11 Rüstung. Oh, jetzt sieht er aus wie so ein richtiger Magier. So, wir können uns was leisten, oder auch noch nicht. Verwunschener Spinnenstab. Ich weiß, was wir uns holen. Wir holen uns Schmuck, das hier. Die geben 5 Mana dazu, 7 magische Rüstung und plus 2 bessere Beutequalität. Was für mich sehr wichtig ist, wie schon gesagt. Deswegen holen wir uns 2 davon. Und was ist das Kiesel? Da kriegen wir auch nochmal 3 bessere Beutequalität. Können wir uns im Moment aber nicht leisten. Also ausrüsten, ausrüsten und verkaufen. Kriegen wir aber nichts für. So. Ja, weiter geht's. Wir haben jetzt 1, 3 Gigantingen hatten wir jetzt fertig. Mehr gibt's hier eigentlich nicht. Puppenmeister. Schneuzerhütte. Alles fort. Hier können wir mal reingehen. Ist zwar eine Level 1, aber wir gehen alles mal durch. Vielleicht droppen wir ja irgendwas Seltenes oder so. Okay. Die Umgebung sieht schon mal nice aus mit dem ganzen Eis und so. Ah. Ah, wir können es gedrückt halten. Nice. Aber da die jetzt ein bisschen schwach sind, bringt uns das nicht viel. Aber egal, wir droppen wenigstens etwas. Kommt mal her da, Jungs. So, alle hier hin, alle hier hin. Boom. Oh Mann, jetzt habe ich vergessen einzunehmen. Egal. So, Gold aufheben. Das sind Kristalle. Und Gold. Wow. OPS, fuck. So. Nein, nein. Wir gehen hier außen rum. Schön. Gucken, ob hier unten noch was ist. Ja. Gegner. Lebensentzug. Nice. Zum Glück ging das hier schnell. Ich hatte keinen Bock, mich hier jetzt allzu lang aufzuhalten. Bam. Geschafft. Nothing can stop the power of magic. So. Gut in Fahrt. Plündere 5 Schlösser haben wir freigeschaltet. Oh, okay. So, Stalling hatten wir schon. Wir gehen Schneuzerhütte. It is time for you to ride the lightning. Okay. Diesmal schießt der Feuerzeug. Haben wir aber kein Problem mit. Ah, cool. Er ist okay. Linksklick nochmal drücken, dann hört er auf mit der Attacke. Guck jetzt erstmal am Feuerball. Yep. Schön. Leben entziehen. Schön heilen. Super macht er das. Oh, nächste OP-Attacke. Zack. Okay. Hammergeil, hammergeil. Also Magier ist echt was für Anfänger. Ich bin ja jetzt nicht mehr so der Anfänger. Danke. Drüben auch noch welche? Nein, natürlich nicht. Hehehe. So. Aufgabe erledigt. Weiter geht's. So, so, so. Wieder nicht so gut. Das haben wir gefunden. Ui, ein Umhang. Nice. Schlechter, schlechter, schlechter. Besser. Sind dieselben. Schlechter. Viel schlechter. Schlechter. Modebewusst, statte deinen Helden so aus, dass sich in jedem Ausrüstungsfeld ein Rüstungsteil befindet. Okidoki. So, den ganzen Scheiß hier verticken. So, weiter geht's. Wo waren wir? Wir müssen jetzt nach Puppendings da, genau. Puppenmeister. Danach den 4er und dann den 5er. Und dann müssten wir auch Level 5 irgendwann endlich erreichen. Dann müsste das Prolog auch so gut wie zu Ende sein. Der Prolog, das Prolog. Nein, 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 Jungs. Nein, nein, nein. Danke.
Okay, das sind wieder diese Feuerspucker. Hahaha. OPS, fuck. La 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 la. Ui, wir haben was Grünes gedroppt. Nice, Magiermanschetten. Eine Sense? Nein, nein. Böse. Man haut keinen Magier. Der Mana-Verbrauch ist echt gering für so eine krasse Attacke. Dafür, dass unser Mana sich immer wieder auffüllt, hätten die echt krasser machen sollen. Wir gehen erstmal den hier weglassen. Hey. Zack. Ihr könnt hier gerne vorbei, kein Thema. Oh, wie krass der sich heilen muss, wenn er mal in Gefahr ist. Magier-Cape bekommen. Und hier geht's. Doch, hier geht's auch weiter. Böse Spinnies. Die Atmosphäre hier ist auch ganz nice. Die Grafik ist super. Ich bin vollkommen zufrieden mit dem Spiel bis jetzt. Schieß mal hier hin. Schön. Gib mir dein Gold. Ah! Schön heilen, dankeschön. So, was haben wir denn hier? Boom, boom. Ach, wisst ihr was? Einfach tot au ihn. Was es für Viecher gibt, werden wir gleich noch erfahren. Weil wir unser Schloss selber ausbauen können. Boom. You're having a bad day, Dor. So, und das nächste. Wir haben Level up gehabt, ne? Come out to play. Come out to play. Was bekommen wir? Feuerball. Rufe einen lodernden Meteoriten vom Himmel, der nach kurzer Verzögerung aufschlägt. 50 physischen Schaden zufügt und umstehende Gegner in Brand steckt. Kosten 25 Mana und abklingt 2-3 Sekunden. Alles klar. Jetzt ausrüsten. So. Ja, was haben wir bekommen? 2 Abwehrchancen, 1 physische Rüstung, dann nehmen wir lieber die Abwehrchance. 4 physische Rüstung und 2% extra XP nehmen wir auch gerne. 20 mehr magische Rüstung. Nice. So. Sense für Ausreißerin. Brauchen wir nicht. Nö. Ah, verwünscht. Ja, wir könnten so ein Mana-Regenerierung. Sprengbolzen. Gabelblitz und 16 Schaden pro Sekunde. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 3%. Okay. Wir holen uns jetzt erstmal hier Kiesel. Plus 10 Mana, 3% bessere Beutequalität. Ganz wichtig. So. Jetzt bräuchten wir nur noch eine Maske. So. Wir gehen. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Haben wir Hühnerpalast gemacht? Weiß ich gar nicht, ich hab nicht aufgepasst. Nein, das war nicht Hühnerpalast. Das war Puppenmeister, genau. Wir gehen jetzt Hühnerpalast. So. Und, oder? Waren wir nicht gerade schon? Egal. Sehen wir gleich. Hühnerpalast. Ich glaube, nee, hier waren wir noch nicht. Schön. Kiten geht schon mal gut klar. Für die Leute, die sowas wie League of Legends spielen, dürfte das kein Problem sein. Ah genau, wir wollten gucken, was unser Feuerball macht. Oh, nice. So, das sind so Fallen. Hey, habt ihr gedacht? Schreiber, ihr Paletten. Okay. Ui, sexy lila, Alter. Pink. Sorry, verzeiht. Der ist auch down.
So, einfach gedrückt halten, um das nächste Ziel auszuwählen. Fang! Schön. Ich mag Feuer eigentlich nicht so, ganz ehrlich. Ich bin mehr so der Windmagier, wenn ich Magier spiele. Ich liebe Windmagie und Eismagie. Richtig nice. Eis wegen dem Slow-Effekt bei den meisten Spielen. Und Wind, weil Wind einfach nur awesome ist. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hi. Cool, hier gibt's was für mich. Zack. Ganz viele Hühner. Okay. Komm mal her. Schön macht ihr das. Gebet mir euer Gold. Nice. Also die Range von der Attacke ist schon mal fett. Nice. Den Schild brauchen wir im Moment gar nicht. Aber ich finde ihn trotzdem cool, deswegen lassen wir den da. So. Wieder ein bisschen Zeugs eingesammelt. Schauen wir uns gleich mal an, was Graf Nottingham so zu bieten hat. Ja, wir geben denen mal 150 Belohnung. Nice. So, Graf Nottingham. Dann hau mal raus, was der kann. Geht er. Fuck, jetzt hab ich vergessen, meine sexy pinken Schulterpolster einzusetzen. So. Graf Nottingham. Ihr könnt schon im Hintergrund sehen, dass das wieder ein anderes Design ist. Überall ist hier Kaka auf dem Boden. Wir gehen mal kurz durch. Kriegen Schaden. Ui, gar nicht sehr wenig. Gut. D. Okay, da ist ein Feuerspucker. So, wir haben Schaden bekommen. Also, ach fuck. Heil mich. Heilen. Schön. So sparen wir uns den Potz. So, schön. Okay. Das kenne ich schon. So, jetzt können wir hier hingehen. Eine Route gefunden. Knecht Ruprecht. Und seine Route. Oh, du bist ja süß. Ah! Ja, super. Kannst du mal aufhören, mich zu hauen, du Arsch? Heil mich lieber. Dankeschön. Hui. Hat er mich getroffen? Gebt mir euer Zeugs. Dun. So. So, das ist Wackelpudding. Wenn du da durchläufst, bist du halt langsamer. Ultra lustig. Ah, okay, wir können das. Wir brauchen das auf keinen machen. Nein. Schön langsam, Leute. Schön langsam. Du auch. Hui, Level 5. Bam. Hier geht's weiter. Schön außen entlang. Nein. Dankeschön. Dankeschön. Können wir alles gebrauchen. So, weiter geht's. Igitt, die ganze Schnodder hier drauf. Ja. Das Schloss ist irgendwie anders aufgebaut. Das war nicht so, als ich das letzte Mal gespielt habe, kann ich sagen. Ach so, der schießt auf mich. Fuck. Heilt mich. Der da hinten ist so ein Schamane, der beschwört immer die Toten wieder. So einen können wir auch gleich bauen.
in unser Schloss. Die sind ganz cool. So. Hier ist wieder eine Falle. Dahinter liegt aber nichts. Bitte. Einmal kurz drehen. So. Da lang können wir schlecht. Ach, du schon wieder. Hi. Oh, der Attack Speed ist gar nicht so schlecht. Hi. Okay. Durchmauern geht es halt nicht. Schön heilen. Ui. Schön. Kannst du mich bitte durchlassen? Dankeschön. Danke. Da ist wieder so ein Monsterrad. Zack. Nehmen wir uns das Gold. Warten kurz. So. Please heal me. Heal me. Okay. Ich glaube, das bringt nichts gegen so große Gegner. Also müssen wir uns für den Schnotting... Oh, ja. Wir sind jetzt gleich bei Schnottingham. Dun, 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 dun. So. Der kriegt erstmal eine Kugel. Nein, nein. Nicht auf mich schießen. Oh, wow, wow, wow. Schön, schön, schön. Nice. Böser Schnottingham. Erstmal die Kleinen fertig machen. So. 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 Nein, nein. So. Aua, aua, aua. So, platt gemacht. Was wir für Zeugs finden. Kristall irgendwas. Kristallrute wieder. Hatten wir die nicht schon mal? Zack. Dum, 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 dum. Graf Snottingham. Ui, das sind aber große Kisten. Ich erwarte da viel. 46 und 49. Und 48 plus 47. Nice. Bitte hier einmal raus. Was steht denn da? Belohnung, Fragezeichen. Geben wir dem mal 3. Okay, schade. Ja. Wir haben ihn besiegt. Da. Cooles Bild. Einmal klicken. To protect yourself, you're going to need to fill this place with creatures and traps. Mach mal. Start off by building a life. Ja, ja, Lebenskraftmine. Okay, kriegen wir hin. Lebenskraftmine bauen wir uns direkt neben die Dingensmine. So. Great! Beschwörungsportal als nächstes. Mach mal. Ja, ja. Richte dir ein Beschwörungsportal ein. Kein Thema. Machen wir hier hin. So. Benutzen wir es gleich mal, um euch ein paar Untertanen zu besorgen. Kein Thema. So, hier unten könnt ihr sehen, wie viel Verteidigungswert euer Schloss haben darf. Und jetzt zeige ich euch den Trick. Die haben Verteidigungswert 1. Könnt ihr lesen, Ärm legen. 1, Level 2, Kreaturnahkämpfer, Verteidigungswert 1, 40 physischer Schaden, mittlere Angriffsgeschwindigkeit, sehr langsame Bewegungsgeschwindigkeit, 12 Gesundheit, 10% physischer Widerstand, 10% magischer Widerstand. So, und hier haben wir zum Vergleich der Schneuzer 1. Level 2, Kreatur, Fernkämpfer, Verteidigungswert 1. Das heißt, die kosten jedes Mal nur einen Verteidigungswert hier. Im Gegensatz zu, sagen wir mal, Graf Schnottingham, der kostet 26 Verteidigungswert, den könnten wir jetzt nicht bauen, aber später. Und dann gibt es noch richtig, richtig krasse Viecher, Netzmeister. Okay, doch nicht so krass. Hier, Lord Mergelbein. Mergelbein.
Verteidigungswert 36. Was haben wir noch? Wo ist denn der Drache? Ich weiß, dass wir nämlich später noch gegen einen Drachen kämpfen müssen. Ist der das? Nein, Terror Raptor. Dur. Auf jeden Fall gibt es hier coole Sachen. Wir benutzen den Schneuzer, weil ich die am coolsten finde, weil die Fernkampf sind. Und wir bauen die uns erstmal. Wir bauen uns erstmal hier so ein paar hin. Drei Stück nur. Verteidigungswert, da wird das nochmal erklärt. So, um dein Beschwörungsportal hochstufen zu können, musst du dein Schlossherz auf Klasse 2 erhöhen. Kein Thema. Stufe dein Schlossherz auf Klasse 2 auf. Anklicken, upgraden. Das kostet uns 100 solcher Lebenserze. Dann seht ihr das. Boom. Es ist Level 2. So, Beschwörungsportal upgraden. Ja, ja, auf Stufe 2, ich weiß. So, upgraden. Kostet uns 200 Gold. Wir kriegen 2 Fallen und Dingens. Die Fallen sind jetzt nicht so der Wahnsinn. Alles klar, ich sehe mir die Creatures an. So, was haben wir bekommen? Einen Zyklopen. Der Zyklop steht nun zur Verfügung. Wähle diese neue Kreatur und klicke auf Kaufen. Verteidigungswert 6. Beschwören wir doch mal so einen Riesen. Aber der beschützt hier unser Zeugs, oder? Setzen wir den auch nach vorne mit den Jungs. Ja, das ist auch so ein Begrüßungskomitee. Der geht vor den. Alles klar. Spezialisieren. Auf das Vieh klicken und dann könnt ihr euch auswählen. Zornesfäuste. Greift mit einer Kombo aus Schlägen an. Bodenstoß. Angriff mit einem heftigen, betäubenden Schlag auf den Boden. Das haben wir vorhin schon gesehen. Oder offensives Zupacken. Stürmt auf den Helden zu und betäubt ihn. Ich bevorzuge entweder die Kombi oder das offensives Zupacken. Aber offensives Zupacken ist halt voll easy auszuweichen. Deswegen lassen wir mal die Kombi einfach. So. Ich habe doch ausgewählt, so. Da, fick dich, dann nehmen wir halt das. Genau. And those allegations of horrific side effects? To improve your castle protection, you can add traps in your castle. In der Falle legen. Das heißt wieder auf Beschwörungsportal. Wir gehen auf Fallen und können jetzt uns eine Klebmine bauen. Ich finde die Dinger total unnütz, aber ja, die kann man. Die könnte man perfekt, ich weiß nicht. Wenn ihr die nicht an Viecher vorbeilassen wollt oder so, dann könnt ihr die dahin ballern zum Beispiel. Ja, der braucht eine Energiequelle, ich weiß, einen Generator. Deswegen gehen wir jetzt hier drauf, bauen uns einen Generator und der muss, dieses blaue Feld muss ungefähr, ja, das, so würde das zum Beispiel auch noch passen, also wenn es ganz knapp drüber ist. Wir bauen uns das aber hier hin. So, fertig. Füge Kreaturen und Fallen hinzu, bis dein Schloss voll ist. Alles klar. Dafür gehen wir hier drauf. Fallen brauchen wir keine, weil die im Moment scheiße sind. Die Fallen finde ich cool. Rotierende Kanonen. 2 Flammen in 1. Machen wir gleich. Wir gehen auf Schneuzer. Packen dort noch 3 oder 4 hin. Schneuzer, 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 Schneuzer. Schneuzer. Noch ein. So, haben wir eine Armee voller Schneuzer und jetzt können wir uns noch so einen großen bauen, der uns auch nochmal auf die Fresse haut. Vorsicht mit Fallen, die Fallen greifen auch eure Viecher an. Deswegen überlege ich gerade, ja, packen wir den da hin. So. Gut, wir machen die jetzt so, so. Und jetzt müssen wir, damit das so eingestellt wird, letzte Modifikationen nicht freigegeben. Doch keine Panik, dein vorheriges Schloss ist immer noch öffentlich. Du musst dein Schloss noch einmal testen, um die bearbeitete Version für andere freizugeben. Das heißt, wir müssen selber einmal durchs Schloss rennen, die ganzen Gegner besiegen und alles freischalten, damit es dann freigegeben wird. Dieses werden wir jetzt tun. Schlosstest. So. Ich hab Angst. Hör auf mich zu hauen. Boah, machen die einen Schaden, Alter. Kannst
erstmal aufhören, mich zu hauen. Bitte, 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 bitte nicht hauen, bitte nicht hauen. Dankeschön. Mein Gott. Das ist schon mal ein guter Anfang. So, das war's. Da wir hinten keine Viecher gebaut haben, können wir jetzt hier einfach durchjiggern. Wir brauchen auch nichts weiter hier erkundschaften oder so. Wir haben 2 Viecher gekillt. Boah, das ist richtig hart am Anfang. Jetzt müssen wir den Scheiß noch zerstören. Zack. So. Jetzt gehen wir hier durch, treten unsere eigene Tür ein, beziehungsweise hauen sie auf, wie ein richtiger Magier. Digga, du reparierst das wieder, ich schwör's dir. Und wir bekommen nichts, weil das ja unser eigenes Schloss ist. Keine Ahnung, was da unten stand, ich konnte es immer noch nicht lesen. Also, ich habe schon mehrmals bei mir versucht zu lesen. Your castle is taken. Don't forget to install additional creatures and trap for now. Genau. Please join me at the top of the top. Jetzt soll ich wieder mit dem labern. Deep soul searching, friend. And I think it's time. Time for this partnership to hit the road, that is. You and me, buddy. We're gonna go places. I already think we made quite the team, don't you? Put her there, partner. Partner? It has a nice ring to it, huh? A citizen of Opulentia has taken advantage of Count Snottingham's defeat. And is ruling over the Heated Gardens region. Hurry up, show him what you got. Ja, neue Region wurde freigeschaltet. Jetzt können wir auf die Regionskarte zugreifen. Neue Region freigeschaltet. Dies ist die Regionskarte von Opulentia. Klicke auf die Region Hits Garden, um darauf zuzugreifen. Hier könnt ihr sehen, 15 bis 19, 25 bis 29 und so weiter und so fort. Und wir gehen jetzt auf Hits Garden. So, ruf die Feuerwehr. Wenn du dich bereit fühlst um Level 9 herum, dann besiege das Schloss von Meister Feurig. Belohnung, nächste Region wird freigeschaltet. So, weiter. Neue Einrichtung. Stufe dein Beschwörungsportal auf Klasse 3 hoch. Weiter. So, ich denke, das reicht erstmal für den ersten Einblick von dem Spiel. Wir machen hier einen Cut und ich sehe euch vielleicht in den nächsten Folgen wieder. Sagt mir, wie ihr das Game fandet, wie ihr es findet, so. Ob es euch Spaß machen würde, das hier zu sehen. Oder ob ihr euch was anderes vorstellt, ob das Game euch nicht gefällt oder so. Im Endeffekt liegt die letzte Entscheidung natürlich bei mir. Aber ich werde eure Meinung natürlich mit einfließen lassen. 11 magische Rüstung, 6 physische. So, ja. Mein Gott, sieht der gleich gay aus. Sprengbolzen, nee. Brauchen wir auch nicht. Das Ganze in lila. Hammer, gay. Verkaufen. Brauchen wir nicht. Weg. Brauchen wir auch nicht. Genau, weg. So, wir haben Zeugs verkauft. Wir haben Blablabla. Wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ich bin SirPyronLP. Tschüssi.